Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben dieses Wochenende was super cooles vor. Seit Wochen, Leute, seit Wochen tut uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Ihr wisst ja, wie sehr wir die Berge lieben. Und seit wirklich irgendwie einem halben Jahr versuchen wir am Wochenende in die Berge zu fahren. Und jedes Mal planen wir Touren und jedes Mal gucken wir den Wetterbericht an. Und jedes Mal, kurz davor, schwenkt das Wetter um und es wird Regen angesagt. Dieses Wochenende aber endlich mal nicht. Und das nutzen wir und deswegen fahren wir extra für euch sogar wohin und zeigen euch zwei richtig, richtig, richtig coole Touren. Ich packe jetzt erstmal meine Sachen. Ich werde nämlich Domi gleich von der Arbeit abholen, damit wir von dort gleich weiterfahren können. Das spart uns nämlich ein paar Minuten dann. Domi hat seine Sachen schon gepackt. Und da müssen wir nur noch hoffen, dass dieses Mal nicht super, super kurzfristig der Wetterbericht sich wieder was anderes überlegt. Weil gerade, wenn wir so schnell hingefahren sind. Oh Leute, das wäre schon nervig. Aber ich bin dieses Mal tatsächlich optimistisch. Perfektes Timing, Leute. Eine Minute vor Treffpunktzeit bin ich angekommen. Hi, Schatz. Ultra krasses Timing. Oh mein Gott, das war wirklich auf die Sekunde. Mega, ne? Punkt. Zack. Sehr geil. Schmeiß dein Zeug rein und dann würde ich sagen, fahren wir los. Ja, voll geil. Leute, wir sind angekommen. Aha, 204. Oh, das sieht aber schön aus. Ein großes Bett, eine Couch mit Tisch. Oh, schöner Ausblick, Leute. Oh, wie nett. Mega. Gefällt's dir? Ich find's voll nett. Sehr schön. Ein Fernseher. Hier ein Schreibtisch. Oh, das sieht aus wie ein Kühlschrank. Ha, geil. Und Bad. Oh, ist da ein Lichtschalter? Duschkabine. Und Waschbecken. Wir erkunden jetzt erstmal noch den Ort und vor allem müssen wir noch einkaufen gehen. Das machen wir aber zu Fuß, weil das ist voll praktisch. Da liegen zwei Läden direkt auf dem Weg und dann können wir gleich gucken, wo wir heute Abend essen gehen wollen. Gell, Schatz? Ja, als wichtige Frage. Und ab zurück zum Hotel. Wir waren erfolgreich, aber wir haben auch einen Kühlschrank im Hotel, deswegen müssen wir erstmal unser Zeug zurückbringen. Zum Wohl, Schatzi. Einfach noch ein bisschen das gute Wetter genießen. Und wenn es so lange noch hell ist, gell? Guck mal, wie schön. Es ist echt voll schön. Eine tolle Aussicht von hier. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie entspannt das gerade ist und wie sehr ich das gerade echt genieße. Das ist Hammer. Brot hast du? Let's go, Leute. Aber jetzt müssen wir erstmal noch mit der U-Bahn zur Ausgangsposition fahren. Die kleinste U-Bahn der Welt. Die kleinste U-Bahn der Welt? Ja. Okay. Mit einer 1200 Meter Länge. Da wird sogar angezeigt, wie viele Leute gerade fahren. Leute, da drüben, kleines Revival, hier sieht man den Planskopf. Wir sind hier unten, da wo der Wasserlauf ist, zwischen den Bergen hochgelaufen, über den Planskopf und ganz da drüben übers Grat an unser Verlobungswochenende. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Ich frage mich, wenn ich da jetzt so rüberschaue, immer noch, wie wir damals da hochgekommen sind. Das ist echt verrückt. Einmal hier die Möglichkeiten, die man hier machen kann. Scheid ist unser erstes Ziel übrigens. Ach, das ist so schön hier, Leute. Aber
Ich verrate euch nicht, welche Route wir gemacht haben, Schrägstrich machen, Schrägstrich welche Routen, weil wir die Route versucht haben zu machen, das hat aber nicht geklappt. Schaut das auf jeden Fall im nächsten Video rein, da zeige ich euch dann den Wanderpart ausführlich. Aber kleine Preview. Landiges Auto. Bei der Aussicht, Leute. Da schmeckt es gleich viel besser. Möchtest du da hinten nochmal über das Schneefeld, wo das Ganze dann abfließt mit Strömung? Nee, eigentlich nicht. Go, go, Schatzlein! Meine Hose rutscht. So. Hervorragend. Hervorragend. Stöckle nehmen. Stöckle nehmen. Liebe nehmen. Dazu müssten wir die Bahn erreichen. Ja, dann ruf. Go, go, Schatzlein. Ja, lauf! Lauf, Schatzi, lauf! Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass wir diese Bahn noch erreichen. Das hat echt gut geklappt. Wir haben jetzt 4:05, die fährt bis 5:00. Aber ich bin da trotzdem immer so ein bisschen paranoid. Denke mir, warum habe ich so spät gekommen und so. Die Tour war echt krass. Da waren einige Sachen, da habe ich echt gedacht, so Jesus. Aber wie gesagt, schaut in das andere Video rein beim nächsten Upload-Termin. Das seht ihr dann. Das ist die Version von der Wanderung. Das ist jetzt nicht immer dieses Vlog sein. Und wir fahren jetzt erstmal nach unten ins Tal. Ich bin schon fertig mit Duschen und habe mich auch schon angezogen, dass wir gleich essen gehen können. Wahrscheinlich gehen wir einfach nochmal zum gleichen Restaurant wie gestern. Es war echt nett da und die haben tatsächlich echt einen guten großen Aperol gehabt. Das werden wir heute auf jeden Fall auch wieder trinken. Und ja, Domi ist jetzt auch noch gerade kurz unter der Dusche. Und ich glaube ganz ehrlich, ihr braucht noch einen Kaffee. Ich habe heute Morgen nur einen so einen kleinen Cappuccino getrunken. Das ist für meine Verhältnisse echt quasi nicht existent. Und wir haben jetzt echt in Vorbereitung. Weil wir einen Kühlschrank hier im Zimmer haben, Gott sei Dank, so einen richtigen, von dieser Billigmarke, dieser fertigen Kühlschrank-Kaffee einfach mitgenommen. Ich glaube, ich chill mich jetzt damit auf den Balkon. Da draußen stehen auch schon unsere Schuhe zum Lüften, aber die haben es auch echt nötig. So. Oh, ist das herrlich. Hast du es aus der Dusche rausgeschafft? Gerade so, aber es war wirklich schön, muss ich wirklich sagen. Und dann irgendwann haben wir dann doch Hunger nach der Anstrengung. Das sind die Motivationspunkte jetzt gerade. Ja. Dann, wo wollen wir denn nachher essen gehen? Bei da, wo wir gestern waren, oder? Da gibt es Pizza, habe ich gehört. Da gibt es Pizza, ne? Und dann gehen wir da hin. Mega. Wir laufen natürlich zum Restaurant. Aber Leute, es fällt mir gerade so schwer. Der Berg erinnert mich definitiv mit jedem Schritt, was wir heute alles gemacht haben. Aber es hat mich jetzt auch interessiert. So, wundervoll. Freue ich mich jetzt, Leute. Oh, auf eine wundervolle, erfolgreiche Tour und so. Volles Abenteuer. Damit haben wir gleich noch Fußball schauen. Ich habe mir ein cooles Getränk dazu geholt. Schau mal, das ist so ein Zero-Cola. Car Wave Limited Edition. Flavor. Keine Ahnung, was es sein soll, aber ich muss es wissen. Faszinierend. So schnell geht ein Wochenende vorbei. Wir haben auch schon wieder geparkt, weil wir natürlich jetzt auschecken. Natürlich fahren wir nicht einfach so nach Hause. Wir machen natürlich noch eine Tour und holen uns einfach so Klamotten zum Umziehen auf den Rücksitz dann legen. Das passt schon. Aber wir müssen natürlich das Zimmer räumen, weil, ja, die wollen nächstes Jahr auch schon wieder hier rein, ne? Und wir müssen eben im Auto rüberfahren, beziehungsweise wir könnten mit dem Bus fahren, ist aber unpraktisch, deswegen fahren wir im Auto. Und ich zeige euch dann natürlich auch wieder, wo wir hinlaufen. Wir sind echt von gestern total im Eimer. Aber Leute, die Tage, an denen ich Sport gemacht habe, also richtig, wir reden jetzt nicht von Spazierengehen, sondern wo ich Sport gemacht habe, 4 im letzten halben Jahr. 4. Wo soll die Kondition herkommen? Die ist nicht existent. Dafür bin ich echt stolz, was wir gestern geschafft haben. Und es ist Saisonanfang für uns, also muss ich hier schon wieder was aufbauen, ja. Weil das ist ja klar, dass ich natürlich jetzt in diesem Zustand nicht gleiche Leistung bringen kann, wie ich letzte Saison aufgehört habe.
ist rein logisch gar nicht möglich, weil ich das falsche halbe Jahr nur an der Diplomarbeit gesessen bin, nur im Studium gesessen bin, in dieser Haltung am Schreibtisch. Logisch, absolut logisch. Alles andere wäre auch unmenschlich. Aber ich freue mich, dass wir jetzt wieder mehr machen können. Und ich habe es so genossen, auch wenn ich jetzt richtig, richtig kaputt bin von gestern. Aber hey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das genossen habe. Und ich habe so lange gewartet. Wir haben so viele Wochenenden immer wieder in den Wetterbericht geschaut und endlich hat es geklappt. Oh, das ist quasi wie so eine Therapie für mich. Mittlerweile haben die auch durchgelüftet. Das heißt, jetzt sind die wieder erträglich von gestern. Du vergisst deine Tasche nicht. So, los geht's. Ich empfehle dir nicht, die Route zu fahren, die ich hergefahren bin, Schatz. Ich weiß gar nicht, warum, Schatz. Also leicht lang. Das schaffst du. Oh. Ist ja. Jetzt aber. Das schaffst du, Schatz. Wir sehen nichts, Schatz. Tschüss, ist sehr faul. Das sieht auch so krass aus. Schau mal, da sieht man auch, wie weit oben überhaupt der Ort schon liegt. Gell, Schatz, nicht deine Waden vergessen. Wir wollen gar nicht drüber reden. Alter, das ist echt peinlich. Das ist richtig peinlich, Schatz. Aber so lernt man draus oder halt auch nicht. Oder. Ich habe auch schon eingecremt, weil ich bin ja auch so volles krasse Weißbrot. So blass, wie man nur blass sein kann. Ihr müsst euch vorstellen, mein Jahreszyklus ist wie so eine Baustellenwarmbarke. Rot-weiß, rot-weiß. Braun existiert quasi in unserer Welt nicht. Von hier starten nämlich drei Bahnen. Einmal hier die Sonnenbahn. Da drüben in Blau die Mösealmbahn. Und irgendwo da oben versteckt sich noch hier die rote, das ist die, die wir nehmen müssen. Hier, das da hier ist unsere. Nicht, dass wir mit der falschen Bahn hochfahren. Kannst du was erkennen? Ja, das war gut. Ja? Natürlich haben wir von hier auch ein wunderschönes Panorama. 360 Grad. Hier ist ein wunderschöner Schatz. Das gehört, das ist Teil von einem wunderschönen Panorama, Leute. Definitiv. Mega. Ein Träumchen. Wir fahren jetzt aber auch zurück ins Tal und es war so eine schöne Bergtour nochmal. Oder Wanderung, keine Bergtour. Wanderung. Und ja, auf jeden Fall, das werde ich dann auch im übernächsten Video hochladen. Im nächsten kommt ja die Tour von gestern und im übernächsten kommt dann die Tour von heute. Also da kriegt ihr dann auch mehr und detailliertere Einblicke, auch wie der Weg so ist und so weiter. Heute habt ihr so einen kleinen Mini-Mini-Mini-Einblick bekommen, aber vielleicht schaltet ihr da ja auch wieder ein. Und wir fahren jetzt erstmal ins Tal und dann müssen wir noch nach Hause fahren und hoffen, dass kein Schau ist und so. Wir fahren hier ja auch am Zugspitzmassiv vorbei, weil die Straße halt einfach hier entlang führt und das natürlich auch in der Nähe von der Grenze ist. Das ist so krass und so imposant jedes Mal. Also wir haben es jetzt echt schon ein paar Mal gesehen, aber jedes Mal wieder ist es echt heftig. Auf dem Fernpass ist mal wieder Stau. Und hier ist auch das Gewitter, was angesagt wurde.
Schau mal, wie es das Wasser wegspritzt von der Frontscheibe. Entsprechend verabschieden wir uns hier jetzt aber auch von euch. Wie gesagt, die nächsten beiden Videos werden die Wanderungen, die wir jetzt dieses Mal gemacht haben, gestern und heute, die werdet ihr da dann in ausführlicher Version sehen. Wir werden uns jetzt hier noch eine Weile in den Stau reinstellen. Wir haben Proviant, wir haben Kekse, die haben auf dem Berg nicht mehr gegessen. Die werden jetzt wahrscheinlich während dem Stau hier auch gekillt werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier sind noch zwei Videos, falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut die auch gerne an. Und ansonsten, macht's gut. Tschüss! Tschüss!